Ja, als ich jünger war, habe ich mich schon immer gerne bewegt und bin mit meinen Kollegen immer auf dem Trampolin so gesehen. Und ja, dann ist es so dazu gekommen, dass ich angefangen habe, Freeski zu fahren. An irgendeinem Punkt will jeder der Beste sein und dann kann immer nur einer der Beste sein. Und dann habe ich das Gefühl, dass der, der am meisten trainiert und wirklich am meisten das auch will, dass der das am Schluss auch erreicht. Ja. Der Junioren-Weltmeistertitel war mein grösster Erfolg und die wichtigsten Personen, die mich auf dem Weg unterstützt haben, waren sicher die Familie, das Swiss Freeski Team und das Sportgymnasium Davos, das mir immer ermöglicht, dass ich von der Schule freinehmen kann. Und der grösste Unterstützer ist sicher die Sporthilfe, die mir das alles finanziell auch ermöglicht hat. Mein langfristiges Ziel ist, Freestyle-Profi zu werden und ich hoffe, dass ich in 4 Jahren an den Olympischen Spielen vorne mit dabei sein kann. Die Nomination für den Sporthilfe-Nachwuchspreis ist für mich eine riesen Ehre und es motiviert mich weiterhin, mein grosses Ziel zu verfolgen. Weil Freeski Halfpipe eine Randsportart ist, würde ich mich umso mehr freuen, zum Sporthilfe-Nachwuchsathlet 2017 gekürt zu werden.